Halt, umkehren. So habe ich das eben verstanden. Der Prophet des Bedauerns will Halo aktivieren. Sind Sie sicher? Ich erleuchte diesen heiligen Ring, schüre die reinigende Flamme und brenne einen Pfad zur Göttlichkeit. Wie bescheiden. Commander, wir haben ein Problem. Schon gehört. Wie ich das sehe, braucht der Prophet ein Objekt. Den Index zum Aktivieren des Rings. Ich habe eine Bibliothek ähnlich der auf dem ersten Halo entdeckt. Wenn die Ringe gleich funktionieren, müsste der Index dort sein. Ich wette, die Allianz hat das auch schon rausgefunden. Wir sollten Ihnen zuvorkommen, Sergeant. Holen Sie Ihre Männer, wir treffen uns in der Bibliothek. Ja, Ma'am. Ich sichere den Index, Chief. Sie erledigen den Propheten. Jetzt wissen wir alles, was wir brauchen. Okay. Wieso habe ich jetzt die Knöpfe? Sie sind ein Naturtalent. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut, als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Cortana, die Allianz wird neugierig. Ich will meine Position nicht verraten, deshalb lenke ich ein paar Nachzügler zu euch um. Tut mir leid, diese Pelicans sind eure ganze Unterstützung. Verstanden, Ma'am.
startet eine Gondel von den Türmen da. Überraschung, sie ist voll mit Allianztruppen. Was hab ich denn noch dabei? Die haben wir dabei. Dass sie uns eine Fahrgelegenheit bringen. Ja. Gut, wir aktivieren. Nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Kommen da raus! Ich auf Horn nehmen kann! Au! 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 Verdammt! Kommt was um von mir! Ich will nicht tot! Ausgeschaltet. Nicht schlecht, Marine. Wir dürfen hier nicht zu Kopf steigen. Wir haben genug. Okay. Okay, Bewegung! Das Ding ist so hässlich,
dass selbst die Tränen lieber über den Hinterkopf laufen. Ah, verstehe. Da ist ein versunkener Abschnitt, der die Türme mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. Und wie? Springen oder was? Nee, da kommt einer hoch. Eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Sichern Sie diese Waffe, Marine. Bereit. Eine schlechte Woche ausgesucht, um mich zu ärgern. Ja, so ist's gut. Oh. Brauchen wir gar nicht, okay. Dann gehen wir hoch.
Okay. Wo bleiben eigentlich meine Kameraden? Mach ich wieder hier alles alleine. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern, drei Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Wenn ich sie holen soll. Jo, kannst mich holen. Jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Kommt da wieder eine Gondel entgegen, ja? Okay, da hinten sind noch Flugapparate los. Die haben jetzt so keine Chance. Wir müssen noch ein bisschen Muni sparen.
die Flugapparello ist schon weg. Die man je gesehen hat. Rein in den Tempel und den Propheten erledigen, bevor man uns stoppt. Ehrengardisten, gut aufpassen. Abschluss des Biest. Du kannst. Reise wird nicht aufgeschoben. Wachen, schafft mir diesen Wurm aus den Augen. Geben Sie Ihr Bestes.
Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus.